mit in dem Thema Leitfaden zum Glücklichsein sind wir drin. Wie kann ich glücklich sein? Und wir haben es schon gehört von dem Lucky Luke. Ich habe den als Bub immer gelesen. Und ich habe jahrelang, ich habe das erst viel später herausgefunden, dass der Lucky Luke, dass der Lucky Luke heisst. Ich habe ihm immer, ich meine, der heisst Lucky. Lucky Luke. Ich habe ihm immer Lucky gesagt, das ist der Lucky. Und irgendwann später ist er wie das Reach, oder Reach und Rich. Ja. Der Lucky, der Lucky. Und dann habe ich gedacht, ah, das ist der Lucky, das ist der glücklich, fröhlich, zufrieden Lukas. Und wir haben heute. Das Thema ist eben aus dem Lukas raus. Wie kann ich glücklich sein? Was gibt es für Möglichkeiten, zum glücklich werden? Und das ist so ein Thema, das ja eigentlich jedem unter den Nägeln brennt. Ich finde das ein lässiges Thema, weil vielfach gibt es in der Kirche Themen, die sind entweder für die eine Gruppe spannend, für die andere nicht oder umgekehrt. Und es gibt Sachen, die beschäftigen mich und euch nicht. Eigentlich müsste euch alles, was mich beschäftigt, auch beschäftigen. Aber man ist einfach manchmal in verschiedenen Themen drin. Aber das Thema glücklich sein ist ja eigentlich ein lässiges Thema, weil ich kenne jetzt fast niemanden, der jetzt heute Abend hierher kam und gesagt hat, erzähl mir irgendetwas, was mich unglücklich macht. Nein, ich möchte irgendetwas hören, was mich glücklich macht. Erzähl mir etwas, wo ich im Leben dranbleiben kann, wo ich glücklich sein kann. Und niemand geht in die Kirche und sagt, heute Abend hätte ich gerne so ein gewaltiges Erlebnis, das mich wirklich so zutiefst ins Unglück stürzt. Also dann bist du wirklich dann bist du ein bisschen Depro drauf und dann müssen wir mal zusammen schwätzen. Aber das Thema Glücklichsein ist etwas, das viel beschäftigt und sagt, wie kann ich in meinem Leben glücklich unterwegs sein? Und es ist nicht immer alles gut und fröhlich, aber es gibt so ein Grundgefühl vom Glücklichsein, das man haben kann. Und das hat dann eben mit Gott zu tun. Und man sucht danach. Da ist ein Mann in den USA, vielleicht habt ihr es gerade gelesen in der Zeitung, der hat probiert, glücklich zu werden. Man hat verschiedene Strategien, je nach Persönlichkeit. Und er hat die super Strategie gehabt, ich gehe eine Bank überfallen. Das ist jetzt gerade passiert, vor ein, zwei Wochen. Ist er auf die Bank, hat einen Zettel unten durchgeschoben im Tresen. Ich weiß nicht, was man so drauf schreibt, wenn man eine Bank überfällt. Wer hat das schon mal gemacht? Man schreibt irgendetwas drauf. Hallo, tolles Wetter heute, Geld her. Lieber Gruß, Stefan Münterner. Ihr Nins. Ich weiß nicht, wenn man alles draufschreibt. Auf jeden Fall stirbt er den Zettel durch und er kommt $3000 rüber. Und dann ist spannend, ist er nicht abgehauen mit dem, sondern ist angehöckelt und hat gewartet. Die Polizei kam, hat ihn festgenommen. Und im Gericht haben sie ihn gefragt, warum er angehöckelt ist und gewartet hat und warum er um Himmels Willen überhaupt eine Bank überfällt, wenn er gar nicht davon säckeln will. Und hat er gesagt, lieber im Gefängnis sein als daheim bei meiner Frau. Liebe Männer, ihr dürft jetzt nicht zu laut lachen, sonst federt es uns eins, wenn ihr verheiratet sind und neben der eine hockt, der mit euch verheiratet ist. Nein, vielleicht kocht sie mega schlecht, dann kann ich es irgendwie nachvollziehen. Sagt er, liebt Job. Aber das sind so Wege, wo man probiert, glücklich zu werden. Und das ist vielleicht jetzt nicht der einfachste Weg, den er gewählt hat, aber sehr ineffektive. Sehr ineffektive. Und Jesus hat immer wieder erzählt, wie man glücklich werden kann. Und dann kommt im Lukas 6, hat er zu Leuten geredet, die nicht haben wollen, einen Glauben, und hat gesagt, wehe euch. Es gibt Sachen, die machen euch unglücklich, wenn ihr nicht mit Gott unterwegs seid. Und nicht ich tue euch drohen. Es ist einfach so ein grunduniversales Prinzip, dass so das tiefe Glück kommt aus Gott raus. Und wenn du dort nicht andockst, dann wirst du irgendwelche Glücksmomente hineinsäckeln, die dich nicht lange glücklich machen. Und nachher kommen die wunderbaren Vers, die im Lukas 6, 27, die er bringt. Und ich möchte euch die vorlesen. Lukas 6, 27 bis 36. Und da fängt er an mit, aber euch, die immer zuhört, also nicht die anderen, die nicht hören wollen, ihr, die zulassen. Er hat es zu den Jüngern gesagt und alle, die rundherum waren, die zugelassen haben. Aber euch, die immer zuhört, sage ich, liebt eure Feinde. Das ist ein ziemlich unbequemer Satz. Das ist wirklich eine totale Innovation im Glaubensleben gewesen. Also jeder heutzutage redet von Liebe und man hat auch schon von Liebe geredet. Aber er kommt mit etwas, das ist weltbewegend anders. Er schraubt das auf ein neues Level. Er sagt, liebt eure Feinde. Jetzt hat gerade iPhone das neue iPhone vorgestellt. Ein paar von euch Freaks haben das wahrscheinlich verfolgt, oder? Dann bleibt man wach, bis man das weiss. Und wo ist das erste YouTube-Video, wo sagt, was alles neu ist? Und dann kommen die Innovationen und man denkt, um Himmels Willen, was ist da neu? Ah, es hat eine grössere Kamera, doppelte. Wobei, die ist immer noch schlechter als die von Samsung. Ah, es hat irgendwie, sie haben die Kopfstreckerbuchse weggelassen. Tolle Innovation. He? Ah, es ist irgendwie 200 Stutz teurer. Und dann, wie jeder Apple-Freak sagt, cool, das muss etwas wert sein. Das ist, ich weiß nicht, was.
Da kommt die Innovation kommt dann irgendwo daher. Und dann in ein paar Monaten ist natürlich dann ist das iPhone 7 wird dann ja zum iPhone 7S. Dann muss man nicht lange überlegen. Dann weiss man, die ganze Innovation ist eigentlich das S. Das ist es dann auch schon. Und das sind manchmal nicht Innovationen, aber da drin kommt einer, der sagt, ich habe eine gewaltige Innovation vom Lieben und vom Glauben. Nämlich, dass wir nicht mehr nur die lieben, die irgendwie noch liebenswert sind, sondern wir lieben zu finden, die es nicht verdienen. All die Deppen da draußen, die dir nichts Gutes tun, die tun wir lieben. Also es ist wirklich eine totale Innovation, etwas völlig Neues. Und dann geht er weiter und sagt, tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch Böses tun. Schlägt dich jemand auf die eine Backe, dann halt ihm auch die andere hin. Und nimmt dir jemand den Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet, und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen euch gegenüber erwartet. Das ist viele Menschen, die nicht an Gott glauben, haben das auch so als Grundprinzip. Weißt du, man muss Menschen so behandeln, wie man selber behandelt werden will. Das kommt von Jesus. Er sagt, so müsst ihr tun. Und nicht so, wie eure Seele manchmal gerne Böses tun und alles. Sondern das ist so die Liebe, die aus Gott herauskommt. Und heute Morgen im Gebet hat Maria so den Satz gesagt, das ist das Verrückte bei Gott. Oder? Dass er ist sogar barmherzig gegenüber den Bösen und den Undankbaren. Das ist der letzte Satz, der zweitletzte Satz, der noch kommt. Er ist sogar barmherzig gegenüber den Bösen und Undankbaren. Und genau das nervt mich manchmal bei Gott. Weil ich denke, bist doch mal böse mit diesen Bösen, die haben es verdient. Und der Kerl ist sogar noch gut zu diesen Bösen. Und wo sie das gesagt hat, ist mir in den Sinn gekommen, es gibt Momente im Leben, da gehöre ich zu den Bösen und Undankbaren. Gerade den Sommer hatte ich eine Situation, wo Sachen gescheitert sind, die ich mir erträumt habe. Und ich bin plötzlich in das Fahrwasser vom Undankbaren gekommen. Und Gott sei Dank ist Gott barmherzig zu den Bösen und Undankbaren, weil ich gehöre dazu. Ich bin auch einer von diesen Bösen. Und da reden wir nicht von den Schwingern oder von denen, die irgendwie Banken überfallen. Ich gehöre zu den Bösen, weil ich Böses tue. Und ich gehöre zu den Undankbaren, weil ich Undankbarkeit in meinem Herz habe. Und Gott ist sogar barmherzig gegenüber denen. Wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür etwa besondere Anerkennung? Der Bob ist der Erste, der sagt, ja natürlich. Aber Jesus sagt, auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Dann haben sie gesagt, okay. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? Und dann kriege ich, ja natürlich. Und Jesus sagt, nein, so handeln doch auch die, die nicht nach Gott fragen. Und wenn ihr denen leidet, von denen ihr ebenfalls etwas erwarten könnt, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? Jetzt bin ich ein bisschen vorsichtiger mit schnellen Antworten. Jesus sagt da, auch bei denen, die nicht nach Gott fragen, leidet einer dem anderen in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung. Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch. Und ihr werdet Söhne des Höchsten sein und Töchter des Höchsten, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Ja, muss das sein? Ja, weil ich gehöre dazu. Da kommt der wuchtige Satz, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin gut unterwegs, aber ich scheitere eigentlich schon bei den Sachen, wo Jesus sagt, das ist noch nicht speziell. Ich scheitere am Lieben von denen, die mich lieben. Ich scheitere am Lieben von meiner Familie und von meinen Freunden und tue ihnen manchmal Böses und Undankbares. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich bin gut unterwegs. Und Jesus, in allem drin, schraubt er. Er schraubt eigentlich das Level auf. Und mir ist das Bild von einer Hochsprunganlage. Ich habe früher einen Hochsprung geliebt. Ich habe das mega gern gemacht. Und das ist jetzt noch nicht eine verrückte Höhe. Je nachdem, ihr könnt euch die Latte noch etwas tiefer setzen. Viele Leute setzen ihre Lebenslatte vom Glauben tiefer setzen. Und ich denke einmal, das ist vielleicht schon mal etwas, und dann würdest du mal einsteigen mit deren und springst drüber. Und denkst, jetzt bin ich eigentlich noch gut, ich habe einen Meter übersprungen oder 1,50 Meter oder 1,60 Meter. Und denkst, das ist eigentlich schon noch eine Leistung. Aber was Jesus macht, auch gerade in dieser Stelle, aber auch im ganzen Kontext der Bibel, er schraubt die Latte auf. Unbequem. Und er sagt einfach, schau, das ist noch kein Ding, da unten ein bisschen umeinander springen. Und er schraubt sie auf
und sagt, schau, da oben springen wir. Das ist eigentlich das, was ich will sehen. Und dann tut er dir da rauf, indem er zum Beispiel mir sagt, es heisst in der Bibel, du sollst nicht töten. Und dann, das ist so ein bisschen der Ding, wo ich sage, ja, da bin ich noch dabei. Ihr habt es, glaube ich, noch nie umgebracht, wissentlich. Und dann sagt aber Jesus, ja, warte mal, du tust sogar mit Wort schon töten. Also mit Wort tötest du. Und dann schraubt er die Latte da rauf. Und dann heisst es, du sollst nicht Ehe brechen. Dann denke ich, gut, bin ich jetzt eigentlich nicht schlecht unterwegs. So, immer noch eine Frau, immer noch vier Kinder, alles kompakt zusammen, wie man sollte. Und dann schraubt Jesus das auf und sagt, aber nur wenn er schon Leute begehrlich anschaut, brechen die eure Ehe. Ja, ist jetzt also nicht nötig, so radikal zu sein, oder? Aber Jesus schraubt die Latte vom Leben ganz hoch auf und ich stand da unten und denke, heiter Fahne, ist das also nicht mehr glatt, oder? Das einzige Lässige an so einer hohen Latte ist, dass du die Bier nicht anschlägst, wenn du einfach normal unten durchlaufst. Aber mit Springen und so Glaubensdynamik vom Fliegen, das ist überhaupt nichts mehr. Und das ist etwas, das er aufschraubt. Das ist eine bedingungslose Liebe, die er zeichnet. Und das sind in diesen Versen sieht man 7 Charakteristiken. Könnt ihr da anschauen oder auf der anderen Seite, wenn ihr lieber nach rechts schaut. Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die euch verfluchen. Betet für die, die euch Böses tun. Oder der Luther sagt auch, betet für die, die euch beleidigen. Nehmt keine Rache. Seid grosszügig. Und man hat immer das Gefühl, bei Grosszügigkeit, wenn man das Wort in einer Kirche braucht, dann hat man immer gerade Geld im Ohr. Aber man kann auch grosszügig sein im Kontext vom Vergehen. Oder grosszügig sein, wie man anderen zugesteht, dass sie noch unfertig sind und Sachen, die nicht gut sind. Da kann man grosszügig sein. Und das ist nicht nur einfach Geld. Handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen euch gegenüber erwartet. Und das ist so die Dimension, wo Jesus zeichnet und es ist die Latte, die er aufsetzt. Und ich merke, die ist saumässig hoch. Und ich will die eigentlich gar nicht springen. Wenn ich in einer Glaubens-Job-Description, das da unterschreiben, merke ich, oh, ein bisschen zitterige Hand. Es ist hoch oben. Und ich erlebe die Situationen, wo ein Mitarbeiter von mir, weil er bei mir gearbeitet hat bei Campus, ist ihm verboten worden, bestimmte Sachen zu tun mit der Begründung, weil er bei dir ist bei Campus und das geht nicht. Und da wäre ich wütig innerlich. Das ist eine Ungerechtigkeit. Und dann sitze ich an und schreibe mal ein böses, klares, hartes Mail. Ja? Und irgendwo meine Seele klingt dann schon an, dass das jetzt vielleicht nicht abschicken solltest. Und ich weiß auch, dass ich es am Schluss nicht abschicke. Und ich lösche es wieder. Darum ist es gut, wenn ihr solche E-Mails schreibt, tut nie den Namen oben schon einfügen. Ich bin nämlich bei E-Mails schon öppen unten aufs Touchpad gekommen und schwupp ist es weg. Also noch nicht schon den Namen rein. Aber ich schreibe öppen so E-Mails, wo ich merke, jetzt muss ich das einmal sagen. Ich habe das Recht dazu. Rachegedanken. Und ja, wenn ich so muss leiden, soll der andere auch. Und ich habe in selber Situation etwa 5-mal so ein Mail geschrieben. Und am Schluss habe ich anders reagiert, weil ich gespürt habe, ja, ich weiß ja, Jesus, du willst, dass ich jetzt segne. Und es nervt mich, dass ich muss. Es wäre schöner, hätte ich einen Glauben, wo es heisst, wenn die eine schlägt, dann schlag ich doppelt so fest zurück. Das wäre manchmal ein lässiger Glaube. Der würde mich manchmal so befreien und meine Seele würde jubilieren und die würde mit zuschlagen. Aber nein, ich habe so einen Glauben, wo ich muss kuschen und lieb sein. Und ich weiß, dass es am Schluss zum Segen wird. Weil in selber einer Situation habe ich mich durchgerungen und habe das mit Gott abgemacht und habe gesegnet. Und ein Jahr später hat sich die Situation so geklärt, dass alles gut gekommen ist. Und noch viel besser, als ich gemeint habe. Und es wäre ganz schlimm rausgekommen, hätte ich dort so tun, wie ich eigentlich das Recht gehabt hätte. Also das vermeintliche Recht. Oder wenn ich irgendwie ein paar Facebook-Posts raus tun habe, mit dem, ja, ist ja gleich was. Das sind unten ganz viele Posts gekommen, wo gegen mich ganz persönlich geschossen haben. Und ich weiss, sie meinen gar nicht mich, sie meinen das, was ich geschrieben habe. Aber es ist persönlich. Und ich kann es ja noch einordnen, dass man das, was ich sage, nicht kann gut finden. Aber mich nervt es manchmal, dass es so lieblos ist, dass es so völlig. Ja, es ist einfach lieblos. Und dann denke ich, jetzt würde ich gern lieblos zurückschreiben. Wie kann man nur so lieblos sein? Und dann noch sagen, man glaubt an einen Gott von der Liebe. Und in dem Moment, wenn ich beleidigt werde, sagt mir Jesus, und jetzt tust du segnen.
Sag, Jesus, müssen wir das jetzt wirklich? Ist das nicht jetzt die Ausnahme, wo du sagst, da darfst du jetzt reinschlagen? Sagt Jesus, nein, wir zwei haben Freude am Segnen. Ja, du hast Freude am Segnen. Und ich weiss, es ist gut. Ich weiss, es ist gut. Aber es sind die Momente, wo es manchmal schwierig macht, weil die Latte ist so hoch. Und das ist der Vers 36, sagt, barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und ich habe die Barmherzigkeit bei einem Freund von mir gesehen, wo wir zu Rom waren, sind, haben dort eine Reise gemacht. Ich habe ihn mitgenommen, den Urban. Und er ist, das hat ganz viele Bettler. Und ich muss einmal an denen vorbeilaufen, weil ich kann das nicht haben, wenn man mich anbettelt. Und er ist bei jedem stehen geblieben und hat jedem etwas gegeben. Und ich dachte, wie machst du das überhaupt? Und dann hat er gesagt, er trägt einfach immer alles Münze, die er hat. Das kann er ja eh nicht brauchen, das Euro-Geschmäus, oder? Was hat er schon für einen Wert? Oder wir haben Schweizer Franken. Dann tut er das einfach in den Sack rein. Und immer, wenn jemand bettelt, dann gibt er ihm einen Euro. Und dann hat er gesagt, super, super Idee, mache ich auch. Also vor allem, weil mein Münz nervt, oder? Tue ich das Münz da rein und dann bin ich der grosse Spender und habe angefangen zu spenden. Dann habe ich gemerkt, bei mir sieht es anders aus als bei ihm. Ich gebe etwas und laufe weiter. Und bei ihm sieht es anders aus. Und ich gemerkt, er steht bei diesen Leuten an und er schaut diesen Leuten in die Augen und er fragt sie, wie sie heissen. Nur diese Frage. Und das hat mich so bewegt, wie die Barmherzigkeit und wie er diesen Menschen die Würde zurückgibt und sagt, ich gebe dir nicht einfach ein bisschen Geld, weil ich viel habe. Ich will wissen, wer du bist. Und sie sagen den Namen und dann segnet er sie und dann läuft er weiter. Und er hat das bei allen gemacht. Das hat mich so tief bewegt, zu merken, das ist die Barmherzigkeit, die kommt aus ihm raus. Das ist nicht etwas, das kommt natürlicherweise aus mir raus. Das ist etwas, das muss Gott uns schenken. Darum brauchen wir das Antrag bei Gott, zu sagen, ich möchte aus dir raus das tun. Und das ist nicht spektakulär, wenn wir es immer mit Filmen und aufstellen, was ihr jetzt gewaltiges gerade macht. Das ist einfach die Liebe von Gott, die durch uns durch fliessen soll. Und das Ding ist eben, dass es gerade bei Christen, die korrekt sein wollen, dass es genau ins Gegenteil geht. Wir verlieren manchmal als Christen die Liebe und die Barmherzigkeit, weil wir so korrekt sein wollen, dass wir engstirnig werden, lieblos und unbarmherzig. Und wir merken es nicht. Und ich sehe bei unseren Kirchen viel, ganz viel Lieblosigkeit, Unbarmherzigkeit und das Richten über andere. Wo Jesus sagt, ich hätte die Latte anders geschraubt. Nämlich höher. Auch für dich. Und das Wunderbare an Jesus ist, dass er vorlebt, dass korrekt sein nicht immer richtig ist. Korrekt sein ist nicht immer richtig. Er hat im Lukas 6 am Sabbat einen geheilt. Und alle haben gesagt, Jesus, du weißt, am Sabbat darf man nicht heilen. Und Jesus sagt, was ist richtig? Und er heilt und zeigt, schau, ich könnte jetzt korrekt sein und die Person nicht heilen. Aber ich möchte das Richtige tun und darum heile ich. Und das Gleiche ist im Lukas 10 bei dem Typ, der von Jerusalem nach Jericho unterwegs ist. Und er wird von Räubern verwüstet und blutig geschlagen, liegt im Strassengraben wie tot. Und dann kommt zuerst ein Priester, einer von diesen Supertheologen, wo wir denken, von unserem Verständnis, der muss ja helfen. Und der Kerl läuft vorbei. Und dann kommt so ein Levit, ein Tempeldiener, so einer von diesen Musikern, wo man denkt, das ist ein Musiker, der müsste ja eigentlich jetzt helfen. Und der Kerl läuft vorbei. In der einen Übersetzung heisst, er macht einen grossen Bogen. Wahrscheinlich mit einem fröhlichen Worship-Lied auf den Lippen. Aber er läuft vorbei. Und dann kommt einer von den Finden, von den Samaritern, die immer verstritten waren. Und der geht an und hilft. Und dann habe ich immer lange das Gefühl, ja, die ersten zwei, das sind ganz schlimme. Weil die haben ja nicht geholfen, bis ich mal begriffen habe, die haben alles richtig gemacht. Ganz korrekt haben sie sich verhalten. Weil theologisch gesehen ist der Typ ja, wie tot, der ist unrein und Tote darf man nicht anlangen. Also sie haben ganz korrekt nach ihrem Glauben gelebt und sind vorbeigelaufen. Und trotzdem sind sie total falsch gelegen. Weil das Richtige wäre gewesen, dem Mann zu begegnen in der Liebe von Gott und ihm zu helfen und barmherzig zu sein. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht unser Glaubensniveau, das geht nicht um Ziel, das du im Leben hast, aber unser Glauben nicht abschrauben und anpassen und sagen, ich will einfach ein bisschen korrekt sein und ein bisschen springen. Jesus sagt, es ist höher.
Es geht nicht ums Korrektsein. Es geht darum, das Richtige zu tun. Und dann merkst du plötzlich, ich merke das, es ist mir zu hoch. Das schaffe ich auch nicht. Ich kann Hochsprung machen, nicht schlecht, aber das ist mir zu hoch. Und das zeigt dir eigentlich, die ganze Bibel zeigt dir eigentlich deine Unfähigkeit auf. Aber wir müssen nicht auf das schauen, weil es zeigt dir nicht nur deine Unfähigkeit, es zeigt nicht nur, wie gross deine Unfähigkeit ist, es zeigt vor allem auch, wie gross die Gnade von Gott ist. Weil mit Gott ist das Level möglich. Und für das brauchen wir eben so einen Stab. Das ist ein Stab, das ist eigentlich Disziplin, müssen wir wechseln, habe ich gemerkt. Wir müssen nicht mehr Hochsprung machen, wir machen Stabhochsprung. Und dann ist das plötzlich keine Höhe mehr. Die kannst du noch weit aufschrauben. Es braucht nur den Stab, ich habe das einmal gemacht. Im Studium habe ich angefangen, einen Stabhochsprung zu machen. Und das ist gar nicht so schwer, wenn man Technik ein bisschen draus hat. Und mit dem Stab kommt es saumässig hoch. Viel, viel höher. Das ist für mich so der Stab von der Gnade. Gnade über dein Leben lässt dich alles erreichen mit Gott zusammen. Nicht, weil du fähig wärst, um so hoch zu kumpen, sondern weil du fähig bist, den Stab zu heben. Also du musst eigentlich nur fähig sein, um dich an den Scheibenstab zu klammern und aus der Gnade rausleben. Und dann wirst du ganz einfach solche Höhen überspringen. Und was wir lernen müssen, ist, dass wir nicht die ganze Zeit das Unterniveau fokussieren. Weil mit dem wirst du in deinem Leben nichts erreichen. Du wirst beim kleinsten Sturm, wenn etwas Schlimmes passiert, wirst du immer sagen, jetzt ist etwas Schlimmes passiert, wo ist denn der Gott? Alles wird dich umwerfen. Jedes Mal wirst du die Latte reissen. Was wir haben müssen, ist der Blick auf Gott. Eben, es geht nicht darum, wie hoch deine Ziele im Leben sind und riesige Visionen, sondern es geht darum, dass du den Blick von deinem Alltag, der dich so einnimmt, wegrichtest, von dem Alltäglichen, wo du immer springst, und sagst, es gibt noch ein anderes Level. In meinem Leben gibt es ein anderes Level. Wenn jetzt schlimme Sachen passieren, ja, das ist schlimm, aber es gibt ein anderes Level. Mein Leben läuft auf eine Ewigkeit zu. Das darfst du nie vergessen. Es gibt etwas Größeres in deinem Leben, ein höheres Level. Und das ist nur möglich, wenn wir uns an den Gott klammern und an seine Gnade. Und mit dem ist es möglich. Und aus dem heraus fängt eben das Glücklichsein an. Ich habe in der Kinderbibel gerade diese Woche meinem Kind den Abraham vorgelesen. Und dann hat mich das selber total bewegt. Ich will euch nicht unterfordern, aber manchmal ist die Kinderbibel ist ein bisschen einfacher geschrieben. Und ich bin dort gehockt, habe das gelesen. Und dann habe ich aufgehört zu lesen und habe angefangen, meinen Kindern Sachen vorzupredigen. Die haben das überhaupt nicht lustig gefunden, glaubst du? Ich habe gesagt, lies weiter, Papa. Nein, dann habe ich angefangen, weil es hat mich gerade so selber bewegt, der Abraham, so die komprimierte Fassung vom Abraham. Wenn ihr zulassen. So gut, ich habe es gewusst. Also der Abraham heißt Abraham tut, was Gott sagt. Das heißt, Gott sagte zu Abraham, mit dir habe ich Großes vor. Es geht nicht darum, ja, der Abraham hat große Vision, was will Gott schon mit mir? Einfach, er zeigt dem Abraham Sachen, die er möchte machen mit ihm im Leben. Und Gott möchte mit ihm im Leben auch Sachen machen. Das heißt nicht, du musst Großes tun, aber es sind große Sachen, die Gott mit dir vorhat, wenn du mit ihm laufst. Das können ganz kleine Sachen sein, die gross sind. Versteht ihr? Also, du mich nicht falsch verstehen. Es geht einfach um den Blick für das, was Gott mit dir vorhat, der ist da oben. Und das ist der Blick von dem, was dir möglich ist. Das ist der Blick, was mit Gott möglich ist. Das ist der Blick, was Gott mit was dir möglich ist. Mit dir habe ich Großes vor. Du sollst der Vater von einem großen Volk werden. Geh fort von hier in ein anderes Land. Das ist eigentlich das, was du nie hören willst. Geh fort von hier in ein anderes Land. Und der Abraham sagt dann so genau, und wohin soll die Reise gehen? Also ist gerade mal da, also was, und sagen wir schnell zuerst wohin, oder? Und der Abraham, Gott sagt, das werde ich dir zeigen, versprach Gott. Ja, ich will es jetzt aber sehen, das werde ich dir zeigen. Das ist die Perspektive auf Gott. Und das, was mich so bewegt hat beim Lesen, da packte Abraham seine Sachen und machte sich auf den Weg. Ein Kind leset weiter, Papa liest weiter. Aber ich denke, wow, der Kerl, der geht. Mit ihm zogen seine Frau Sarah, seine Verwandten und alle Knechte und Mägde, auch seine Tiere nahm er mit. Nach vielen Tagen und Wochen kamen sie in das Land Kanaan. Da sagte Gott, halt Abraham, das ist das Land, das ich dir und deinem Volk geben will. Wieder sieht der Abraham, was Gott vorhat. Abraham schaute sich um, was für ein prächtiges Land das war.
Sie bauten ihre Zelte auf und wohnten dort. Oder Gott gibt prächtige Sachen. Gott gibt Überfluss. Johannes 10, 10. Es ist nicht ein schmürzeliger Gott. Gott möchte dich in einen Überfluss führen. Und er möchte dich segnen. Aber die Frage ist, bist du bereit, in dem Segen zu laufen? Oder sagst du, nein, den Segen will ich gar nicht. Ich tue einfach, was mir möglich ist. Nur mich. Oder meine Tiefen Latte. Dann ist aber nicht alles einfach immer gut. Geht es weiter? Abraham fühlte sich fremd in dem neuen Land. Ich denke, ja, so geht es doch manchmal. Verlierst ein bisschen die Sicht wieder. Gott hat dich hierher geführt, aber du fühlst dich fremd. Es ist nicht alles gut. Da sprach Gott mitten in der Nacht zu ihm. Hab keine Angst. Ich werde für dich sorgen, Abraham. Aus deiner Familie wird einmal ein großes Volk entstehen. Zeig dir wieder, was Gott alles will tun. Ein großes Volk, wundert sich Abraham. Wie soll das gehen? Ich habe doch kein einziges Kind. Er ist wieder da bei der, was ist überhaupt möglich? Nein, Gott, das ist nicht möglich. Gott führte Abraham aus dem Zelt nach draußen. Wunderschön. Also er führt ihn aus dem Zelt raus und zeigt ihm den großen Himmel. Schau hinauf zum Himmel, sagte er. Abraham sah die Sterne funkeln. Versuch sie mal zu zählen, sagte Gott. Aber das konnte Abraham nicht, es waren viel zu viele. Das ist eigentlich eine rhetorische Frage von Gott, oder? Da sagte Gott, so unzählbar wie diese Sterne werden deine Nachkommen sein. Du wirst ein Kind bekommen, er zeichnet ihm wieder das, und aus deiner Familie wird ein großes Volk werden. Und jetzt kommen die Sätze, die mich tief bewegt haben, da, wo ich bei dem Bett gehöckelt bin, bei meinen Meitern. Abraham glaubte ihm. Er vertraute Gott. Das heisst nicht, dass das zweifelsfrei war für den Abraham. Der hat ganz viel Zweifel gehabt. Und das Problem ist, er hat den Modus gewechselt und hat dann wieder selber anfangen zu springen. Er hat dann, anstatt gewartet, bis Gott ihm den Sohn mit seiner Frau Sarah geschenkt hat, hat er mit seiner Magd, der Hagar, hat er einen Sohn gezeugt, den Ismael. Er hat selber probiert, das irgendwie anzubügen, was Gott ihm verheißt. Und das ist zu einem riesen Fluch geworden für das ganze Volk Israel, wo nachher aus dem wirklichen Sohn entstanden ist. Weil man sagt, der Ismael ist der Stammvater der Araber und die haben, bis heute sind die am Kriegen miteinander. Weil der Abraham nicht wirklich der Verheißung dann einmal dran geblieben ist. Er hat Glaubenszweifel gehabt, wie ich manchmal auch Glaubenszweifel habe und nicht so sicher bin, stimmt die Verheißung wirklich. Mutter Teresa ist gerade vor 2-3 Wochen heilig gesprochen worden. Und man weiss von ihr, die hat ein ganz starkes Gotteserlebnis gehabt, wo sie gewusst hat, ich muss anfangen, den Ärmsten dienen. Und darum hat sie es gemacht. Aber die hat 35 Jahre so in einer Dunkelheit gelebt und hat Gott nicht mehr erlebt. Und sie hat einfach an dieser Vision festgehalten, die Gott ihr gegeben hat. Und trotzdem ist sie eine Heilige, oder vielleicht gerade darum ist sie eine Heilige. Weil sie nicht immer in dem Erleben von Gott, ich will mehr erleben, noch mehr erleben, sondern sie sagt, ich habe ja Gott erlebt, ich halte mich an dieser Verheißung fest. Abraham hält sich an dieser Verheißung fest. Immer die Frage vom Leben, schaust du deine menschlichen Möglichkeiten an oder schaust du an, was Gott mit dir vorhat, wo er hin will. Und darum auch die Aufforderung, komm raus aus deinem Zelt. Du bist in deinem Zelt, siehst die Zeltwände, siehst gar nicht, was eigentlich alles möglich ist. Und Gott sagt vielleicht auch heute Abend zu dir, komm raus aus deinem Zelt und schau den Himmel an. Das ist der Perspektivenwechsel. Komm raus aus deinem Zelt von deinen menschlichen Möglichkeiten und fang an, mit einem Blick auf das zu laufen, was Gott vielleicht will tun in der Zukunft, mit dem, was Gott vielleicht in dein Leben hineingeleitet, mit dem, wo er dich vielleicht möchte segnen. Und dann kommen die Enkel vom Abraham. Die Geschichte habe ich im Sie hat den Isaac bekommen und der hat dann 2 Söhne gehabt, Zwillinge, den Esau und den Jakob. Und die Geschichte habe ich dann ein bisschen später vorgelesen, einen Tag später. Und da, der Esau ist der Älter von beiden und der kommt das Erstgeburtsrecht über. Und das ist etwas Gewaltiges, weil das heisst, du kommst das doppelte Erbe über. Das heisst, du kommst einen riesen gewaltigen Segen über vom Vater, der dich segnet. Und du bist deinen anderen Geschwistern vorgestellt. Es ist eine gewaltige Sache. Und der Esau heisst, da liest man so einfach, der hat das nicht geschätzt. Der kommt einmal heim vom Jagen, hat Hunger und dann ist der Jakob da irgendein so ein Linsengericht am Köcheln. Linsen, was? Oder so ein Linsensüppli köchelte. Und der Esau hat einfach Hunger und sagt, hey, was köchelst du fein? Kann ich ein bisschen haben? Heisst so, oder? Und dann sagt der Jakob, der schlaue Fuchs, ja, aber nur, wenn ich das sagen darf. Nur wenn du mir das Erstgeburtsrecht gibst. Weil der Jakob, der hat das von seinem Großvater noch intus. Der Segen von Gott, wenn ich in dem laufe,
Es gibt nichts, was mich glücklicher macht im Leben. Und er ist sogar bereit, zum Lügen und Betrügen, um an den Segen hinzukommen. Versteht ihr? Sogar Lügen und Betrügen, einfach in den Segen hinzukommen, wo eigentlich einem Esau gehört. Und der Esau checkt nicht, was er eigentlich hat. Und er sagt, okay, weil ich habe jetzt Hunger, darum kannst du es haben. Für ein Linsengericht, weißt du, nicht einmal irgendwie eine feine Schweizer Rösti, ein hässliches Linsengericht, was? Verkauft er seinen gewaltigen Segen an seinen Brüder. Einfach um seinen Hunger jetzt zu stillen. Einen Hunger, den er ein paar Stunden später wieder hat. Und in der Bibel heisst es in Maleachi, dass Gott den Jakob geliebt hat, aber den Esau gehasst. Was für wuchtige Worte. Wie kann Gott den Esau hassen? Und das Einzige, was ich verstehe, wenn ich die Stellen lese und durchkätsche, das Einzige, was Gott einfach kann hassen, ist, dass der Esau den Segen nicht schätzt und sich nicht nach dem Segen ausstreckt. Und eigentlich der Betrüger und Lüger, den man bestrafen muss, der liebt er, weil er sagt, du hast verstanden, um was es im Leben geht, nämlich dich mit allem, was du hast, ausstrecken nach meinem Segen. Darum hat der Jakob einmal mit einem Engel gekämpft und auch dort wieder. Er hat gesagt, er ist schon geschlagen, sie hat ihm wehtun. Er hat gesagt, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Der Jakob hat gewusst, um was es im Leben geht. Kämpf um den Segen von Gott. Kämpf um die Dimension von Gott in deinem Leben und hör auf, ständig in dem Machbarkeitsbereich leben. Wir müssen lernen, aufzuschauen, wie ein Abraham zum Himmel und sagen, oh wow. Und das gibt Momente, wo wir das nicht sehen. Und dann musst du einfach deine Zweifel überlaufen und gleich an dem dranbleiben. Meine Frage an dich ist, was ist dein Linsengericht? Für welches Linsengericht bist du bereit, deinen Segen zu verkaufen? Sind so die Gebete bei meinem Leben, habe ich entlarvt, wo ich sage, Jesus, ich will jetzt aber. Jesus, zum Glücklichsein brauche ich jetzt. Jesus, ich hätte gern, du würdest. Und ich meine, es würde mich glücklich machen. Wenn ich aber ganz ehrlich in mich hineinlasse, weiss ich, dass es mich nicht glücklich macht, sondern einfach das Hier und Jetzt, der Hunger gerade stillt. Weil der Esau das auch wollte. Gerade jetzt habe ich Hunger. Egal, was in 10 Jahren könnte sein mit dem Segen. Jetzt habe ich Hunger, jetzt will ich futtern. Und ich bin ein Mann, ich verstand das. Wenn ich Hunger habe, muss ich essen. Aber nicht um den Preis vom Segen. Liebe Leute, gebt den Segen von Gott nicht auf. Streckt euch in eurem Leben nicht nach billigen Gebeten aus. Ihr dürft Gott sagen, was er euch gerade wünscht. Aber Jesus hat immer gesagt, aber dein Wille soll geschehen. Das ist dann die grosse Perspektive wieder. Ihr dürft Gott sagen, mein Hunger wäre im Moment. Aber gebt für das nicht das auf, was Gott mit eurem Leben vorhat. Ich möchte einfach mit dieser Frage zurücklassen. Was ist dein Linsengericht, wo du vielleicht den Segen aufgegeben hast, die grössere Perspektive oder in welchem Bereich von deinem Leben schaust du ab und nicht auf? Wenn du glücklich sein willst, dann musst du den Gnadenstab nehmen und sagen, Gott, mir wechselt Disziplin. Ich mache nicht mehr ein bisschen Hochsprung machen von einer tiefen Höhe. Ich komme in deine Liga und ich weiss, ich werde es nicht gerade schaffen, aber aus deiner Gnade heraus ist alles möglich.